Heute ein Chef in meinem Video. Let's go. Bekessem, euer Liga Insider. Ich bin heiß aufs Game Changer Ranking und ich bin heute nicht alleine. Heute ist bei mir der Kickbase Guy Tobi und wir haben ein richtig, richtig geiles Video gemacht. Und wenn ihr das feiert, was wir da gemacht haben, ein Klick ist das Like, noch ein Klick ist das Abo. Würden wir uns halt mega drüber freuen. Und dann würde ich sagen, rein ins Video. Und da sind wir und Stefan Raab ist back und er ist auch back. Und zwar auf unserem Kanal. Ich grüße dich, Kickbase Guy Tobi. Herzlich willkommen. What's up? Bigger Comeback denn Stefan Raab an der Stelle. Aber 100%. Nice, sehr, sehr geil. Ich habe hier notiert, du bist jung, brutal, gut aussehend. Ich glaube, das passt, ne, Tobi? Ich habe da so eine beige-graue Bossjacke in deinem letzten Stream notiert mit so Patches drauf. Da musst du auch nochmal sagen, was ist das für eine geile Jacke gewesen? Die ist cool, oder? Hammer. Sehr gefeiert. Ich habe tatsächlich seit Jahren keine Übergangsjacke gehabt. Ich laufe entweder mit so einer viel zu dünnen Jacke rum oder mit meiner Winterjacke. Jetzt wurde es endlich mal Zeit für eine Übergangsjacke. Geil. Habe ich irgendwo online bestellt für einen 50er. Also ist nichts Besonderes. Okay. Dachte, ich spiele die Karte irgendwie, deine Streams laufen ganz gut, aber gut, dann machst du dir wieder den bescheidenen Mann. Die laufen auch gut, das stimmt. Okay, das ist auch sehr schön. Habe ich übrigens auch mitgeschnitten. War auch wieder ein sehr geiler Stream am Wochenende, mein Lieber. Sehr cool. Geil. Bei dir passiert ja gerade echt viel. Also du bist eigentlich kaum zu stoppen. Ich gucke deine Videos ja auch schon länger. Ich merke so einen Stats-driven Drive bei dir. Also ich merke, da kommen immer mehr Statistiken in deinen Kopf. Und das ist immer sehr, sehr geil anzugucken. Sehr, sehr nice. Und es gibt jetzt auch die Daily News. Auf jeden Fall mal abchecken. Kickbase Guide mit 2e auf Instagram. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Korrekt. Da haben sie ja die blöden Leute ein bisschen gebannt. Und auf TikTok ganz normal Kickbase Guide. Blende ich auch alle Kanäle hier ein. Und wir recorden heute am Montag und am Dienstag wird das quasi, geht das raus. Und da kriegst du auch ein neues Tattoo, habe ich gehört, ne? Das ist korrekt, ja. Also während die Leute hier das hier sehen, werde ich auf dem Stuhl leiden, aber freue ich mich sehr drauf. Ist ja immer so eine Hassliebe. Nice. Vielleicht wirst du heute auch leiden. Wir müssen mal gucken, in welche Richtung es heute geht. Na, Kessel, wir kommen doch gut miteinander klar. Wir werden uns heute schon gut einigen hier. Du bist doch hier mein Freund, oder? Du bist doch hier Bruder des Kanals auch. Nice. Kickbase Guide Liga bin ich ja auch dabei. Bin ich ja Quereinsteiger. Da möchte ich ganz lieb den Galdim grüßen. Das ist so der, ist irgendwie der Boss im Game da. Der dominiert das Ding. War jetzt auch einmal Minus, aber ist stronger than ever zurückgekommen. Also Galdim, lieben Gruß auch an dich. Oh mein Lieber, dann starten wir jetzt rein in die Pyramide. Du bist auch schon heiß, ne? Exakt. Immer. Ich hab richtig Bock. Nice. Wir reden über die Game Changer heute. Es ist Game Changer Ranking und das sind die Männer für spielentscheidende Momente. Aber das Wichtigste hier am Dienstag, Momentum. Also die sind gerade in einer überragenden Superform. Und wie krass die wirklich sind, das checken wir heute für die Position Mittelfeld. Und wir reden heute über die Sechser, über die Achter, über die Flügelspieler und über die kreativen Strategen, mein Lieber. Und die ranken wir. Der Pharao Vanette, der hat unten nochmal uns eine Ebene dazu gebaut. Und zwar die Keyplayer sind heute dabei. Der Name sagte schon, das sind die Schlüsselspieler des Teams in sehr guter Form. Dann haben wir Elite oder Elite, du bist ja auch ein bisschen English-speaking, der Keyplayer in richtig gut ist das, also Elite. Dann haben wir den Weltklasse, die Gegenspieler bekommen Angst, also quasi wie bei dir auch, wenn du spielst, bist du ja auch noch sehr aktiv. Wenn ich nicht immer verletzt wäre. Das ist ein anderes Thema. Und wir haben Legende, habt ihr schon gesehen bei Robin Zentner. Magnet im, er hatte Magnet im Torwarthandschuh und hier ist es Magnet im Schuh. Der Ball klebt im engsten Raum am Fuß. Und genau, ich habe mir da schon so einen kleinen Draft erstellt. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß noch nicht, wie viele Spieler du mitbringst heute. Bin ich ganz offen, wenn du sagst, wir brauchen heute zwei Legenden, aber wir sind ja auch schon zwei Legenden eigentlich auch schon hier, aber wenn du sagst, im Ranking brauchen wir auch noch zwei Legenden, dann bin ich da ganz offen und ich versehe das auch noch mit einem Face von uns, also du, jeder pickt aus seiner Reihe noch den Topmann, also den er am coolsten, am besten findet oder in der besten Form findet. Das habe ich auch als kleines Special. Cool, du bist der Gast. Tobi, ich habe viel geredet, du darfst jetzt. Ich wollte gerade sagen, bevor wir reinstarten, ganz, ganz, ganz wichtig, ihr lasst jetzt alle mal richtig schön ein Like auf diesem Video da. Macht mal die 1000 Likes voll für die wundervolle Pyramide. Also ich weiß, dass die Community die Dinger genauso feiert, wie ich sie auch feiere. Deswegen lasst mal alle schön Like dafür da. So, und jetzt können wir reinstarten. Mit den Keyplayers dann wahrscheinlich, oder? Yes, so ist es. Hau dein Herz raus. Yes, sir. So, willst du direkt einen Hot Take hören oder willst du so einen, ja, ist okay Take? Geht schon los hier, ne? Es geht los. Also hier wird's hot. Immer dein Hot Take, mein Lieber. Kessim. Ja, komm. Joshua Kimmich ist nur ein Keyplayer. Geil. Okay, haben wir die erste Übereinstimmung?
Oh, das ist geil, das gefällt mir, das gefällt mir. Ja, kurze Argumentation, ich finde, Kimmich macht nichts verkehrt, aber er macht auch dieses Jahr noch nichts Weltklasse oder Elite oder Legende-mäßig. Liegt auch einfach viel daran, dass Kompany mit vielen verschiedenen Spielern aufbauen lässt. Ist auch eine Sache, die ich schon öfter angesprochen habe. Sehr, sehr viele Positionswechsel, sehr, sehr viel Fluktuation im Spielaufbau. Das heißt, Kimmich ist einfach nicht mehr dieser Lonely Man auf der 6, der einfach jeden Ball von links nach rechts verteilt, sondern ist einfach nur ein Teil des Konstrukts, ein sehr gutes Teil des Konstrukts. Also in die Pyramide muss er auch rein, aber für mich geht es nicht höher als Keyplayer raus. Kann ich nicht schöner zusammenfassen. Ich habe mir noch notiert, 270 Pässe gespielt, Platz 3 damit overall. Das ist sehr guter Wert. Und ansonsten kann ich das alles nur da überall ein Häkchen setzen, was du gerade gesagt hast. Mir fehlt auch noch so der Scorer. Hat auch noch keinen Scorer gesammelt, deswegen. Wo sind die Chipbälle? Ja. Der klassische Kimmich-Chipball hinter die Kette. Die fehlen noch. Die müssen noch kommen. Dann reicht's vielleicht für die Elite, Joshua. So ist es, Joshua. Genau. Guckt auch die Videos, ne? Oder? Wie Merlin Ruhe. Selbstverständlich. Nee, leider nicht. Aber Angelo Stiller schaut meine Videos. Beste Grüße. Ach was? Jetzt wirklich? Kein Scheiß. Ohne Spaß. Okay, das ist ja hammergeil. Okay, krass. Ich cool. habe mal einen Team of the Year, einen Ballon d'Or Post zu ihm erstellt, hat er geliked, haben wir so abgeklärt, ob er vielleicht irgendwann mal in einem Video dabei ist, aber es ist leider nie was draus geworden. Okay, aber deine Karriere ist ja auch noch jung, sag ich mal. So sieht's und aus. Und Angelo Stiller, wenn er Zeit hat, dann hat er vielleicht da nochmal Lust ins Video zu kommen. Vielleicht auch hier bei der Pyramide, wer weiß. So, wäre auch geil. Das auf jeden Fall. Ich nehme mal den gerade für mich mit der heißesten Form. Er ist mein Gewinner des Spieltags auch gewesen. Adeyemi, 2 Tore, 1 Assist, er wirkt wieder in seiner alten Form. So vor 2 Jahren hat jetzt auch 5 Dinger unter der Woche bei der U21 geknipst. Ich fühle den Jungen wieder. Ich merke auch so, der macht auch wieder so einen coolen Move da. Müsstest du auch nochmal machen, gleich in die Kamera. ich glaube, es war so ein L, ich weiß nicht, war es ein L für Loredana? Er ist auf jeden Fall fully back und Galdim, den ich auch schon hier erwähnt habe, der hat richtig geil spekuliert auf den. Deswegen, Adeyemi ist mein Keyplayer. Und wenn du sagst, ist fein für mich, dann logge ich den ein. Ich habe ihn nicht mit drin. Okay, dann ist er fein. Mir reicht ein Spiel in der Bundesliga nicht, um den hier in eine geile Formtabelle reinzupacken. Okay. Adeyemi ist für mich in den meisten Fällen leider auch, ich mag ihn eigentlich. Ich weiß, viele mögen ihn auch nicht, aber ich mag ihn eigentlich. Ja. Aber er ist für mich eigentlich so das klassische One-Game-Wonder. Wenn man nur nach reiner Form geht, ich meine, dann hat man einen dicken, fetten Recency-Bias und dann muss er ja eigentlich mit rein. Bei mir hat es am Ende nicht gereicht, weil bei der U21 zu performen, aber dann in der Bundesliga komplett zu ghosten, außer jetzt in dem Spiel, ich weiß nicht. Also müssen wir gleich mal gucken, was dann so übrig bleibt, wo wir keine Übereinstimmung haben. Okay. Wer dann vielleicht es mehr verdient hat, hier drinnen zu sein. Bei mir hat es nicht gereicht für die Pyramide. Okay, spannend. Dann ich mach dir mal einen Klammern. Und ich spiele den Ball wieder rüber ins Saarland. Okay. Ich mach einen. Also ich glaube, der muss hier irgendwo drinnen auftauchen. Kevin Stöger. War für mich mit unter anderem dafür verantwortlich, dass Gladbach eben so einen geilen Saisonstart auch vor allem offensiv erwischt hat. War sowohl gegen Leverkusen richtig, richtig stark, als auch jetzt am Wochenende gegen Stuttgart fand ich ihn unter anderem mal wieder einer der besten Menschen auf dem Platz. Er hat auch eine Kopfballvorlage gemacht, was eigentlich total gar nicht zu ihm als Player-Type passt, aber der Mann ist einfach der Allesmacher. Vielleicht hast du ihn höher, ich bin gespannt. Bei mir hat es nur für die Key-Players gereicht, weil mir fehlt noch so dieses komplett überragende, beziehungsweise ich fand einfach andere Spieler noch mal mehr on fire als ein King Kev. Ich mach's in alter Fernschuss-Podcast-Manier. Kevin Stöger sticht. Oh, Kessem. Geil. Kessem. Tatsächlich auch. Wir können uns hier wirklich, wir können uns die Klinke geben, mein Lieber. Yes. Ich habe mir notiert Torschussvorlagen, Platz 6 mit 3,62 im Schnitt. Und ansonsten, er ist halt für mich, er ist noch nicht Elite. Vielleicht hat er schon die Bewerbung rausgeschickt. Ich finde es geil mit dem Kopfball-Assist da, den du da rausgearbeitet hast, sehr geil. Ist Stöger, können wir ganz, ganz lässig einloggen. Hammergut. Sehr schön. Richtig gut. Leute hatten gerade schön Blackscreen, aber die Cam ist back. Und ich bin auch wieder am Start, so wie King Kev. Sehr, sehr gut. Okay, perfekt. Okay, jetzt vielleicht ein Hot-Take von mir. Mhm. Ich würde denken, du hast ihn höher. Bisschen analog hier zu Kimmich. Xavi Simmons. Ich habe hier notiert, 1 Assist. Daher ist er bei mir erstmal unten angesiedelt. Ich sehe die Formkurve von der Nazio. Spiele ich die Nazio-Karte, Tor gegen Bosnien. Spielt jetzt gegen St. Pauli. Da rechne ich auch, dass er sein erstes Tor schießen wird. Aber er hat mich jetzt von den Statistiken und so von seinem Drive, hat er noch nicht seinen Xavi Simmons-Stempel aus RB Leipzig-Spiel diese Saison wohlgemerkt gedrückt. Ich habe Simmons auf Keyplayer. Kessem, da hast du vollkommen recht, deswegen hat er es bei mir nicht mal in die Pyramide reingeschafft. Wenn wir nur nach vorn gehen, finde ich, gibt, also
er spielt ja nicht schlecht, aber ja, er hat halt auch noch nichts gemacht. Also ich bin hier wirklich voll nach Form gegangen, nicht nach Potenzial oder nach Kickbase-Punkten oder sonst was, sondern einfach nur, es gab für mich einfach andere Spieler, die bisher einen deutlich besseren Saisonstart erwischt haben als Xavi Simons. Und da wird mit Sicherheit auch der ein oder andere hottere Spieler dabei sein, aber mit dem, was er bisher gezeigt hat, reicht es mir persönlich nicht. Ich fand ihn auch bei der EM gar nicht so gut und bisher der Bundesliga-Start ist auch nicht der richtige. Also ich bin sehr gespannt. Xavi, der hat noch eine Menge zu tun, um hier wieder in die höheren Kategorien reinzukommen. Ja, ich bin auch nach Form gegangen, mein Lieber. Aber ich sehe da, ich bin gespannt, wie du noch heißer hast. Ich habe auch meinen zweiten Spieler, kreise ich mal ein mit Häkchen. Ich hoffe, dass meine Spieler hier auch noch irgendwie, wir können uns ja noch mal einigen. Ich habe sie mal dabei geschrieben. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns ja noch einigen. Eben. Nice, dann geht der Ball wieder rüber an dich. Ich habe einen anderen Leipziger dabei und finde, es gibt einen einzigen im Mittelfeld, der bisher in der Saison wirklich überragend spielt. Ich kann ihn zwar nicht leiden, so muss man ja auch nicht, aber ich habe den Mister, ich kipp meinen Red Bull in den DFB-Pokal, Kevin Campbell. Weil Kevin Campbell für mich aktuell der beste RB-Mittelfeldspieler ist, sowohl im Spielaufbau als auch im Weg nach vorne. Ein sehr, sehr wichtiges Tor gegen Bayer Leverkusen gemacht, um dort den Sieg einzuleiten. Kevin Campbell ist aktuell für mich deutlich besser in Form als ein Xavi und auch wichtiger fürs RB-System. Deswegen ist Kevin Campbell mein dritter Spieler in den Keyplayers. Okay, du bist der Gast heute. Ich streiche es zumindest mal durch. Ich hatte Kevin Campbell, hatte ich notiert. Ich sehe da auch mehr Kickbase-Punkte. Ich sehe da auch einen Tick mehr Form. Ich lasse mich hier nochmal überreden. Ich wollte ein bisschen Star-Appeal auf jeden Fall bringen mit Xavi Simons, aber auch jetzt nochmal deinen EM-Einwurf fand ich jetzt auch nochmal richtig gut. Ich habe Simons gestrichen. Wir haben jetzt Kevin Campbell. Damit haben wir Kimmich, Stöger, Campbell, Adeyemi in Klammern. Jawohl, da gucken wir noch. Jawohl, und ich gehe jetzt mit einem, vielleicht hast du den auch, Paul Wanner. Und der hat gegen Pauli und gegen Augsburg brilliert. Zwei von drei Torschüssen bisher waren im Kasten, also sehr effizient. Hatte jetzt klar ein super schweres Matchup gegen Dortmund, aber ich mag ihn, ich mag das, was er macht. Und deswegen, Paul Wanner hat es absolut verdient, hier als Keyplayer mit dabei zu sein. Erstmal sticht, also da gehe ich mit, hab ihn auch mit drin, hat er absolut verdient nach dem Saisonstart. Ich sage aber auch an der Stelle, für mich ist da eine Riesengefahr, dass er jetzt gerade so seinen ersten Bundesliga-Peak erreicht hat. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, das Ganze über eine längere Zeit zu konservieren. Aber wir bewerten ja nur den Saisonstart. Und da hat er absolut überzeugt und wirklich sehr, sehr geil gespielt. Auch mit so jungen Jahren da einfach mal den entscheidenden Elfmeter zu schießen und ihn zu machen, als wäre es nichts. Also Hut ab, der Mann hat Balls und ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Aber auf jeden Fall gehört er hier definitiv in die Pyramide mit rein. Geil. Perfekt. Richtig gut. Damit, das ist schon mal unser vierter Fester. Jawohl. Nice, hast du ein letzter noch. Ja. Da war dein Adeyemi quasi, oder? Adeyemi ist, stell dich zur Diskussion, mein Lieber. Okay, hast du noch einen übrig? Oder haben wir jetzt quasi 50-50 Duell mit meinem Spieler? Ich hätte noch Michael Ollis. Weil das ist mein Spieler. Also das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja nicht vorher irgendwas abgesprochen. Ich habe dir nur gesagt, nicht. Ich habe so und so viele Spieler pro Position. Ja. Okay, das ist lustig. Okay, Ollis, möchtest ganz du noch kurz, was? Michael Ollis, für mich spielt der sogar wirklich eine sehr, sehr gute Saison bisher, auch wenn es vielleicht scoringmäßig noch nicht so krass war. Also in der Vorbereitung hat der mich komplett überzeugt. Da dachte ich, der schießt alles und jeden kaputt. Und ich finde, er hat sich wirklich nahtlos eingefügt ins Bayern-Offensivsystem, macht da einen geilen Job. Darf auch jetzt als Linksfuß schon Ecken übernehmen, ist da unter Kompany halt einfach jetzt schon mit einer ziemlich großen Rolle versehen, wie gesagt. Und ich finde, er macht es einfach sehr, sehr geil. Deswegen Ollise für mich mitunter einer der besten Spieler bisher im Mittelfeld in der Bundesliga. Und deswegen gehört er für mich hier rein, über zum Beispiel den Xavi Simons auch. 100% bin ich dabei. Ich sehe auch so in diesem Bayern-Konstrukt, ist er auch noch nicht der, der komplett alles überstrahlt. Das ist natürlich auch mega schwierig. Nee. Weil du hast natürlich haben wir andere, die kommen so noch. Exakt, perfekt. Jetzt darfst du aber noch auswählen, wollen wir 5 Keyplayer haben oder 6? Willst du Adeyemi mit drin haben oder nicht? Passt der bei dir formell? Ne, ich finde Adeyemi jetzt nicht verdient. Mach ich wirklich okay, eins. Alles ja, das gut. Ist ein gutes Spiel, das fehlt mir noch. Damit haben wir die Keyplayer. Wir haben die 5 nice. Keyplayer. Kimmich, Stöger, Kevin Campbell, Wanner und Ollise. Nice. Sehr, sehr gut. Kerstin, ich habe ein böses Gefühl, dass wir hier sehr viel ähnlich haben werden. Ja, weil jetzt es geht in die Richtung. Ich habe bei Elite aber einen Hot-Take. Ich glaube, den wirst du nicht fahren. Ich habe bei Legende einen Hot-Take. Okay. Wir heizen die Leute an. Okay, let's go. Okay, komm, wir machen weiter mit Elite. Okay, komm, let's go. Und mein Hot-Take, ne? Elite direkt? Willst du direkt rein? Hau raus. Ja, komm, ich hau den rein. Und ich bringe hier Fabian Rieder. Den habe ich nämlich nicht bei meinem Manager-Montagsvideo drin gehabt. Dafür heute umso mehr.
Rieda ist ein ganz kreativer Mann, eine Wahnsinns-Halbzeit gegen Mainz gespielt, gefühlt irgendwie 10 Freischüsse ans Alubalken geknallt und jetzt auch 2 mega geile Assists, richtig über außen, richtig geil da gekommen. Fabian Rieda ist mein Mann Elite. Weißt du, woran ich denken muss? Na? Svenno hat letztes Jahr im Podcast, glaube ich, 3-4 Mal von den besten Standardschützen in der Bundesliga geredet. Ja. Und ich glaube, wenn er das Ranking neu machen würde, wäre unter Top 3 Fabian Rieda dabei, oh, oder? Oh yeah, oh, 100%. Der Mann ist ein 100%. Absoluter Baller. Der hat so ein feines Füßchen. Geil. Ich habe ihn nicht mit dabei, gesamt in der Pyramide, weil für mich steht da halt einfach dieses Freistoß-Tor gegen Mainz, was überragend war, don't get me wrong. Und jetzt am Wochenende halt eben die 2 Assists, die wirklich sehr gut waren. Ich finde aber es. Also die Spieler, die wir bisher genannt haben, haben es ein bisschen mehr verdient. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sehr viel darunter profitiert hat, dass er jetzt gerade halt gesetzt war oder gespielt hat. Ich glaube halt auf die Zukunft gesehen, jetzt allein am Wochenende, sowohl Mio als auch Führich auf der Bank gewesen. Ja. Ich tue mir da ein bisschen schwer, da an eine perspektivische Relevanz zu glauben. Aber das bewerten wir ja nicht, deswegen finde ich den Call von dir vollkommen valid, den hier irgendwie aufzubringen. Yes, Sir. Dann ist der eingeloggt. Okay, dann müssen wir später einen von mir streichen. Ich bin gespannt. Ja, gut. Okay. Ich habe einen dabei, den wirst du auch in irgendeiner Art und Weise mit dabei haben. Es ist der Main Man der Mainzer, Nadir Amiri. Gehört für mich hier absolut in die Elite mit rein. Ich denke, wirst du ihn auch in derselben Kategorie haben, oder? Sticht. Sehr schön. Nee, hat er absolut verdient. Alleine, wenn man das Spiel gegen Bremen gesehen hat, der Mann, der ist wirklich das gesamte Mainzer Spiel. Der hat rechter Flügel gespielt, Rechtsverteidiger, linker Innenverteidiger, Sechser, Achter, Zehner, Stürmer. Der war überall. Der hat sich überall die Bälle geholt, hat gesagt, ich bin hier der Main Man, ich bin der Main Character und werde die Mainzer hier zum Erfolg führen. Hat wirklich alles dafür gegeben. Und wenn ich das sehe, dann ist er für mich sogar qualitativ auf einem höheren Level als Kevin Stöger in den letzten Jahren. Hat eigentlich einen viel, viel besseren Verein verdient. Also nicht, dass Mainz ein Scheißverein ist, aber ich meine vom Sportlichen alleine her. Leverkusen war vielleicht einfach mit der Xabi Alonso-Ära ein Step zu groß, aber ich glaube, wenn der so weitermacht, dann wird es im Sommer nochmal einen dicken, fetten Transfer für den Mann geben. Also der spielt einfach überragend. Hammer gut. Kann ich nur so unterschreiben. Hattest du, glaube ich, auch schon in deinen ganzen Previews zur Bundesliga auch immer mal mit drin gehabt. Yes, immer. Und der hat super bestätigt. Und er kam jetzt auch mit 2 Toren ist er in die Saison gestartet. Also wie kannst du, also was gibt's für einen größeren Anführer eines Teams gerade, ne? Auf jeden Fall, Elite sticht. Ich habe Amiri hier auch notiert, richtig gut. Ganz kurz nochmal zur Standardliste. Ich glaube, kein Spieler hat einen cooleren Anlauf als Nadir Amiri bei Standards. Hast du es vor Augen? Nice. Der macht immer so 3-4 große Tippelschritte, dann kleine schnelle Tippelschritte und dann läuft er an. Jedes Mal, der macht einen halben Tanz. Der tanzt die Ecken in den 16er rein, das ist so geil. Geil. Und man muss da auch sagen, er hat ja letzte Saison dieses Spiel gegen Augsburg, wo er, glaube ich, hat er irgendwie 243 Punkte gemacht, wo er den Elfmeter verschossen hatte. Und er hat jetzt aber auch wieder die Balls und nimmt sich den einfach und schießt den halt rein. Also er hat halt irgendwie jetzt echt diese Chef-DNA irgendwie sich implementiert quasi. Gut. Hammer gut. Quasi wie du. Main Man. Wenn du spielst. Nice. Wenn du nicht verletzt bist. Wenn ich mal spiele, ja. Ja, genau. Okay, nice. Dann habe ich jetzt einen, den hast du vielleicht höher. Bin ich gespannt. Da müssen wir uns vielleicht einigen. Ich habe Pascal Groß, habe ich hier. Pässe gesammelt. Das ist ja, wir haben ja wirklich dasselbe Ranking. Das ist ja unglaublich. Pascal Groß, Platz 4. Tatsächlich bei den Pässen overall, die ein Spieler gespielt hat. Tatsächlich 3 Bayern auch da über ihm. Niki Süle ist da so der Paolo Maldini, der ist nämlich eins hinter ihm. Er ist die Schaltzentrale auf jeden Fall im BVB-Spiel. Und BVB-Stil auch. Und wir hatten ihn im Teamcheck nämlich da auch schon so auserkoren als den Mann in der Zentrale. Aber das ist es irgendwie auch. Also er ist für mich Elite, aber er müsste vielleicht auch nochmal ein Tor schießen oder nochmal ein bisschen mehr Shot-Creating-Actions erzeugen. Dann wäre er für mich auch nochmal ein Regal höher anzusiedeln. Aber aktuell sehe ich da, er kommt über viele Pässe und auch so. Gut, er hat einen Assist, er hat ja Bino Gittens auch schon eingeleitet, ersten Spieltag. Mhm. Aber für mich ist es erstmal nur Elite und ich habe auch schon gehört, er sticht. Er sticht komplett. Aber man kann halt, also man kann genau das von Pascal Groß erwarten. Das ist auch ein Stat, den ich öfter angeführt habe. Ich glaube, der hatte letztes Jahr in der Premier League, ich meine 8,3 oder 7,9 als Durchschnittsbewertung über die gesamte Saison. Und der ist davon fast nie abgewichen. Also der war einfach so dermaßen konstant. Und das kannst du beim BVB auch erwarten. Der wird genau diesen Stiefel bis zum Ende runterspielen. Der macht keine Fehler. Der macht vielleicht auch nichts Extravagantes. Aber du brauchst genau so einen im Mittelfeld. Jemand, der dir einfach geile Sicherheit bringt in gefühlt allen Aspekten des Spiels. Und deswegen bei mir auch Pascal Groß in die Elite mit drin.
gibt einfach Spieler, die noch mehr rausstechen, aber er gehört da definitiv mit rein. Ich hab's gesagt, ne? Stats-driven, der Mann. Ja, ja. Selbstverständlich. Da kommt er direkt mit einer Durchschnittsnote noch von irgendwie aus der Premier League. Ja, ja. Geil. Ja, ja. Ich hab den anderen Mittelfeld-Maestro hier noch mit drin. Ah. Granit. Ja. Ich hab Granit Xhaka auch in Elite mit drin. Ich meine, wir ranken ja später in Weltklasse und Legende maximal 3 Spieler. Ja. Wenn man das anhand von Xhaka misst, dann spielt er wahrscheinlich sogar ein bisschen underwhelming bisher. Mhm. Aber wenn man es einfach im Gesamtkosmos sieht, ist Granit Xhaka trotzdem wahrscheinlich mit einer der besten, konstantesten Spieler in der Bundesliga. Macht da einen Riesenjob bei Bayer Leverkusen. Deswegen einfach noch so ein bisschen die geupgradete Version von Pascal Groß aktuell. Granit Xhaka bei mir aber auch bei Elite mit drin. Ich würde, wenn du hier Upgrade auch schon sagst, ich würde ihn upgraden. Auf dann bin ich höher. Sehr gespannt, wen du später Weltklasse. Runterziehst. Ja. Ich würde das sogar so machen, wir packen 3 Spieler in Weltklasse, wenn das für dich okay ist. Gerne, machen wir. Okay, nice. Dann bin ich aber auch direkt offen, Xhaka hochzuziehen. Also da müssen wir gar nicht genau. diskutieren. Den würde ich jetzt direkt dabei. Hochziehen. Ich habe mir nämlich auch, ich habe geschrieben, in Leverkusen spielt man Tiki Xhaka. 92% Passquote und das 2-0 auf Boniface am Wochenende. Ah, der ist so krass, der Mann. Zucker. Also das ist ja wirklich Zucker. Also da krieg ich Gänsehaut. Ne? Gut, Torjubel von Boniface wieder was anderes, aber ein bisschen viel TikTok geschaut, der Gute. Ja. Aber er startet ja die Saison auch mit einem richtigen Screamer, wie du immer sagst. Ach, so geil. Richtig Wahnsinn. Also den möchte ich unbedingt, wenn ich hier Vetorecht habe einmal und Joker ziehen kann, dann ist Xhaka für mich mein Mann für die Weltklasse. Ja. Der war bei mir nur in Elite drin, weil es 2 andere Spieler gibt für Weltklasse, die ich noch mal krasser fand. Und halt logischerweise den Dude, okay. in Legende. Okay, nice. Aber dann würde ich den Ball wieder rüberspielen. Ja, Bäumchen. Perfekt. Den Elite-Ball. Ah, nee, ich darf. Ich habe Xhaka jetzt ja begründet. Darf ich dann noch einen Elite-Mann? Ja, gerne. Dann würde ich einen Elite-Mann. Nice, dann gehe ich mit Grifo. Sticht. Okay, ja, passt doch. Das ist echt die gleiche Liste. Das ist ein Träumchen, was wir hier machen, Alter. Weiß keiner, hast du mir natürlich vor dem Video natürlich durchgeschickt, die Liste. Habe ich natürlich eins kopiert. ich habe mir erstmal notiert, spielt wieder nämlich 90 Minuten. Das ist richtig geil. Weil letzte Saison wurde er früher auch immer ausgewechselt, so ab der 60. gerne mal. Hat nur 6 Spiele tatsächlich über 90 Minuten da gespielt in der Bundesliga. Und auch keine Mehrfachbelastung. Und er ist kreierte Großchance. In der Liga ist er die 1. Deswegen ist er auch bei mir Elite. Vincenzo Grifo. Er ist so krass. Ich glaube, er hat am Wochenende 6 Großchancen herausgespielt. Ja. Hatte alleine ein XG, alleine von über 1. Also das ist unfassbar geil. Krass, was der gemacht hat. Also ich meine, da spielt jetzt auch sehr, sehr stark das Bochum-Spiel mit rein, aber da war der halt wirklich, da war er vielleicht über die Spieler, die wir gleich noch reden werden, auf dem Level. Ja. Im ersten Spiel fand ich ihn auch nicht verkehrt, im zweiten ein bisschen geghostet, aber Vinci für mich auch. Er ist halt einfach, er ist wirklich der Main Man von Freiburg. Er macht da einen geilen Job, wenn er konstant spielen darf, war der schon immer ein überkrasser Kickbase-Spieler. Und dementsprechend für mich auch ganz, ganz klar in Elite am Ende mit drin. Also wenn du so weitermachst, geht gleich die Einladung für mein Donnerstagsformat Datengold raus. Also was du hier an Daten rausknallst, ey, Halleluja, hat sich gewaschen. Geil. Immer geil, immer geil. Geil, dann haben wir Elite auch durch. Ich habe noch gesagt, dass wir unsere Gesichter noch mit den Spielern der Reihe noch versehen. Wollen wir das schnell noch machen bei Keyplayer? Wer ist dein Top-Keyplayer von denen, die wir genannt haben? Ich gehe mit King Kev, Kevin Stöger. Dann mache ich hier Tobi. Guck mal, mit so einem Swoosh. So. Und dann so Tobi. Swoosh. Okay, nice. Und ich nehme. Komm, ich nehme Kimmich. Mhm. Ich nehme Kimmich einfach. Obwohl, nee, ich fühle ihn nicht. Ich nehme doch nicht Kimmich. Ich nehme. Ich nehme Michael Olise. Ich nehme Olise, weil ich da auch noch mehr fühle bei ihm. Und ich glaube, er könnte auch jemand sein für die Elite. Genau, nice. Gut, und Elite, wen nimmst du da? Da gehe ich mit... Dein bester Mann? Ich gehe mit Nadim Amiri. Geil. Finde ich auch gut. Auch wieder Swoosher. Und ich nehme Grifo. Ich nehme Chance. Ich habe ihn mir nämlich auch geholt bei Kickbase. Och, geil. In der Liga bei mir? Nee, da ist das ein bisschen schwieriger mit den Spielern bekommen. Da muss total, da muss ich eigentlich Galdim immer anrufen, ob ich den Spieler haben darf. Aber wir kaufen so wirklich alles leer, der Junge. Das ist so Wahnsinn. Ist wirklich auf Preseason, da können wir nochmal ein eigenes Video irgendwie nochmal machen. Aber was du da für Jungs, ich habe auch da reingeschrieben, ist wahrscheinlich eine der umkämpftesten Ligen in Kickbase-Ligen in der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Ich behaupte bis heute, ich habe das beste, kompetitivste Ligenkonstrukt in Deutschland. 100%. Es ist sehr, sehr kompetitiv. Es ist so krass. Es ist so krass.
Hammer. Na egal, dann gucken wir mal, wer nicht nur in meinem Liegensystem Weltklasse ist, sondern hier noch in der Pyramide Kessel. Wer ist denn dein erster Mann neben Granit Xhaka? Sogar hier mit Überleitung. I love it. So. Und dann nehme ich direkt mal Serge Gnabry. Ich bin die letzten surprised. Drei werden wir gleich haben. Da fühlt kein Weg vorbei. Aber er hat der wieder diese Old Man's Shape. Er kommt wieder in den Saloon und ballert wieder fröhlich drauf los. Also jedes Spiel bis jetzt ein Scorer. Schießt ganz viel aufs Tor, ist da Platz 3 overall. Und also auch dieses Positioning, ne? Auch dieses, nicht nur das Schießen, sondern auch, er muss ja auch in diese Schussposition kommen. Das ist ja auch, was du als Stürmer ja auch immer hast. Und das sehen ja viele meistens gar nicht. Und da diese Bewegung zu haben und genau zu wissen, ich positioniere mich jetzt genau so, dass ich dann den Schuss nehmen kann, finde ich bei ihm, ist absolut Weltklasse, wenn wir hier bei der Kategorie bleiben. Und das ist auch eigentlich schon mehr wert als alles andere. Deswegen ist Serge Gnabry hier Weltklasse. 100%. Du sprichst davon, ich glaube, es gibt keinen Spieler in der Bundesliga, der einen direkteren Zug zum Tor hat wie Serge Gnabry. Also bei dem ist wirklich, der kriegt den Ball und dann ist einfach nur Tunnelblick, ich komme hier zum Abschluss. Das ist halt natürlich auch für die Fantasy-Manager extrem geil, weil die Schusspunkte natürlich immer auch geil reinhauen. Macht es für mich bisher überragend. Und es ist nicht nur das Offensive, ich finde auch, er stellt sich extrem gut in den Dienst der Mannschaft, sowohl im Interplay als auch vor allem in den Defensivbewegungen. Und das ist was bei mir dann diesen Step von Elite in Weltklasse ganz klar zementiert hat. Gnabry arbeitet so geil gegen den Ball. Also ich habe jetzt schon allein 3-4 Szenen im Kopf, wo der Spieler abläuft, abgerätscht, was auch immer. Der macht einfach einen Riesenjob. Der hat den Sommer komplett für sich genutzt, liefert da richtig ab und deswegen für mich ganz, ganz klar bisher der drittbeste Spieler in der Bundesliga. Kann man so stehen lassen, wie Gnabry seine Gegenspieler. So sieht's aus. So sieht's aus. Nice, so. Und dann darfst du das vollenden. Ja, ich bin gespannt. Ich habe natürlich noch zwei heiße Eisen. Ja. Wie gesagt, ich meinte, es wäre ein Hot Take, aber ein Hot Take ist es ja eigentlich nicht. Ja. Für mich ist Musiala der beste Spieler der Bundesliga bisher. Okay. Oder generell der gesamten Saison. Er ist für mich die Legende, ganz klar. Okay. Ich finde, Florian Wirtz spielt natürlich auch überragend. Da müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde, deswegen, du wirst wahrscheinlich Wirtz haben. Die meisten Leute werden auch Wirtz haben, ich glaube. Oder für mich ist Jamal einfach nochmal diesen Tacken krasser. Wirtz kommt für mich nochmal, also wir reden hier von den zwei besten Spielern der Bundesliga, ne? Ja, ich sag absolut. Nicht, dass Wirtz ein Systemspieler ist, aber ja, Wirtz kommt für mich nochmal ein bisschen krasser über das System, aber Jamal hat sowohl die deutsche Nazio als auch Bayern offensiv gecarried. Der initiiert Situationen aus Eigenständigkeit, das ist so krass, dem seine Dribblings, da müssen wir nicht drüber reden, da wird einem beim Zugucken schwindelig. Deswegen, Musiala ist für mich der bisher beste Spieler der Bundesliga und ist bei mir hier ganz oben in der Legende mit drin. Nice. Ich wollte jetzt und Wirtz dementsprechend Weltklasse. Perfekt. Ich habe jetzt am Anfang noch so gedacht, so, gut, du hast ihn natürlich auch in deinem Team bei deiner Kickbase-Liga. Das spielt keine Rolle, ehrlich nicht. Spielt, glaube ich, keine Rolle. Ich nehme die Begründung und wenn ich vorhin Vetorecht hatte mit Rieder, würde ich dir hier das einräumen. Ich würde nochmal zu Flo was sagen. Ich habe Flo nämlich auf Legende tatsächlich. Würde ihn dann einmal ein Regal runterpacken. Er ist aber, also die sind beide, wir können sie wahrscheinlich auch beide in Legende einranken. Ich packe Flo jetzt aber dann auch auf Weltklasse. Also 3 Tore, also der spielt woanders, also der stoppt einfach nicht. Der hat Schüsse aufs Tor, ist er die 4 mit 11 Schüssen, kreierte so Großchancen Platz 2, also pro Spiel kriegst du mindestens eine Großchance von ihm und fast 4 Torschussvorlagen pro Spiel, auch das ist Weltklasse, wenn wir ihn jetzt auf Weltklasse einranken und dann gehe ich mit Jamal gerne mit auf Legende. Ja, mega! Und dann war das unsere Pyramide, mein Lieber. So willst du noch deinen Top-Spieler aus Weltklasse? Ist bei mir dann natürlich Flo. Ja, aber muss. Also der ist der, wo halt noch deutlich mehr an Legende kratzt als ein Granit Xhaka oder ein Serge Gnabry. Also Flo muss der beste Spieler in Weltklasse sein und Jamal ist dann die Speerspitze der Bundesliga, was Mittelfeldspieler angeht. Hammer geil. Dann packe ich da dein Gesicht auch nochmal mit drauf und versiegel das da drauf. Und genau, wir strahlen das Video heute aus. Heute ist Dienstag. Morgen, habe ich gehört, Twitch-Kanal. Kommt ein EAFC-Special vielleicht von dir. Kannst du gerne noch mal ganz kurz anteasern. Gibt sogar Twitch-Promo hier an der Stelle. Ja, für die Leute, die generell Bock haben auf neuen FIFA-Stuff. Ich werde jetzt ab sofort auch immer auf Twitch live sein. Also Kickbase-Guide gerne reinfolgen. Ansonsten als Kickbase-Guide auf allen gängigen Social-Media-Plattformen für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. I love it. Machst einen richtig geilen Job. Wir packen dir alle Kanäle packe ich hier in die Shownotes heute. Checkt hier mal den Kickbase-Guide ab. Ich glaube, von den Subscribern sind wir, glaube ich, auch schon echt so fast auf einer. Hast gut aufgeholt. Die Leute fliegen dir, die Herzen fliegen aktuell. Muss man sagen, die Daumen so auch, aber die Herzen auch. Und wie ich dich kenne, du gehst jetzt wahrscheinlich ins Gym, mein Lieber? Oder wie sieht's bei dir aus? Tatsächlich ja. Ich habe heute frei, heute geht's ab ins Gym gleich.
Ja, mega gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da warst. Immer gern. Hier beim Ranking bleiben. Eine absolute Legende heute in unserem Video, jetzt schon, was Kickbase-Content angeht. Lieben Gruß auf jeden Fall an den Guido, an dich, Tobi. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nächste Woche haben wir die Stürmer. Und wenn ihr in den Kommentaren das gefeiert habt heute, schreibt uns das gerne mal rein. Interessiert mich auch. Wenn du Bock hast, wäre die Einladung, wenn die Leute da auch Bock drauf haben. Nächste Woche haben wir die Stürmer im Blick. Vielleicht hast du da Lust und Zeit, mein Lieber. Kassim, wenn es eine Sache auf der Welt gibt, die ich mehr mag als alles andere, dann sind es Stürmer in Kickbase. Also bitte, liebe Zuhörer, ich will dabei sein. Ja, sehr gut. Eine Giraffe habe ich dir auch schon gespottet bei dir. Sehr, sehr gut. Small Service. Nice. Super, dann war heute von dir wieder Big Service, ne? Ich sag lieben Gruß und ich sag ciao, Kickbase Guide. Ciao, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, das war das Game Changer Ranking. Heute mal mit Stargast am Start. Und damit würde ich nochmal auf gestern verweisen. Hatten wir hier ein sexy Video. Und zwar unsere Gewinner vom Spieltag. Gerne mal abchecken. Und damit bin ich raus und sag einfach nur.